Huhu zusammen und willkommen zurück zu Skyrim Special Edition. Wir sind auf dem Weg zur nächsten Aufgabe für die Kriegergilde, in der wir diesmal hoffentlich keine Frau verprügeln müssen, sondern nur ein paar Banditen. Und wo ist das eigentlich? Da. Oh, das ist aber... ist aber eine Strecke. Ja, hier ist das Haus, das dann mit einer, das mit einer Mod dazugekommen ist, das wir uns dann noch kaufen werden. Kostet allerdings, ich glaube, 10.000. Deswegen spare ich auch die ganze Zeit so ein bisschen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den Wächtersteinen und von da aus weiter. So, und zwar, ich glaube hier oben rum. Es hat tatsächlich aufgehört zu regnen. Ist das zu fassen? Ich habe ja schon nicht mehr damit gerechnet. Warum nehmt ihr eigentlich keine Gefangenen? I can smell adventure everywhere. This land is full of it. Tja, er kann überall ein Abenteuer riechen. Dieses Land ist voll davon. Hat er irgendwo recht? Nacht über Sentinel. Einhändig verbessert auf 41. Das wird ja allmählich. Was haben wir denn hier? Schwarze Magierroben. Ein komplett unbewachtes Lager? Beziehungsweise ein Lager, das keinem gehört? Seid ihr nicht gerade da lang gegangen? Böser Wolf? Böser Wolf. Mich aus dem... Der hat auch irgendwo hingeschlagen, nur nicht dahin, wo er sollte. Was sind das für Leute? Es geschah alles so schnell. In einer Minute war der Drache noch da und in der nächsten war er fort. Alles war zerstört. Habt ihr gesehen, wo der Drache hingeflogen ist? Nein, ich hatte Angst hinzusehen. Ich weiß nicht, was wir jetzt tun sollen. Uns ist nichts geblieben. Ja, eigentlich brauchen wir unser Gold selber, aber ein bisschen können wir mit Sicherheit abgeben. Hier bitte. Ihr seid so freundlich. Danke. Seid vorsichtig und passt auf euch auf. Wir haben ja ganze 5 Gold gegeben. Danke für das Gold, Reisender. Ja, bitte. Jemand war muss jetzt etwas echt nicht unternehmen. Viel. Ja, gegen was denn? Oh. Zwei Schmetterlinge. Ich komme gleich. Ich bin mit Schmetterlingen beschäftigt. Ah. Ihr schafft das ja auch alleine. Wäre auch schlimm, wenn nicht. 3 ausgebildete Soldaten. Es ist schön, wenn es mal nicht regnet.
verdampft es da? Ist da irgendwie ein Lagerfeuer oder sowas? Tatsächlich. Wer bist du? Ein Fischer. Eine Fischerin. In dieser Gegend. Okay. Ich will dich auch gar nicht lange stören. Ich wollte nur gucken. Man sieht dein Feuer meilenweit, also mit Sicherheit auch Banditen. Was haben wir denn hier? Bienen! Bienen sind auch gut, das ist eine Alchemie-Zutat. Und hier sind die noch nicht vom Aussterben bedroht. Noch nicht. Das sind aber ganz schön viele. Was ist jetzt los? Die Bienenkönigin? Warum kommt hier Kampfmusik? Hm. Ist aber und du bist? Hallo? Niemand. Ich speichere nochmal. Und wir... Gebt mir eure Wertsachen, sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Das ist ein Witz, oder? Ich habe keine Zeit für sowas. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen brutal, aber den lasse ich auch nicht gehen. Der überfällt jemanden, der sich nicht wehren kann. Schneiden sich hier gerade zwei unterschiedliche Musikdinger. Es wäre doch schön, wenn die Kampfmusik auch mal wieder aufhören würde. Ja, ich glaube, das ist gerade ein Musikbug. Wer bist du denn jetzt? So, ich glaube, ich werde mal kurz speichern und hoffen, dass sich das Ganze erledigt, indem man wieder lädt. Was nicht so klingt. Oder doch? Es hat sich erledigt. Sehr schön. So, ich glaube, ja, das wird unser zukünftiges Haus. Oh, es tut mir leid, Inigo. Hat aber einen schönen Platz hier, also. Doch, das kommt gut. Kann man Marshmallows grillen. Oder Süßkuchen. Für Inigo würde ich auch Süßkuchen grillen.
einsames Huhn. Naja. Das holen wir uns auf jeden Fall noch. Und wer ist unser Nachbar? Ist hier jemand? Ah ja. Direkt mal den zukünftigen Nachbarn vorstellen. Sehr schön. Gast. Mhm. Seid ihr? Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Habt ihr oft Gäste? Wir haben Gäste, so oft wir können. Aber jetzt sind nicht mehr so viele Reisende unterwegs. Der Krieg hält die Leute von der Straße fern. Magst du es hier, so weit weg von allem? Andere Leute machen die Dinge nur komplizierter. Hier draußen bekommen Herrn und ich alles, was wir brauchen von den Reisenden, die gelegentlich vorbeikommen. Also gut. Ist Ihnen noch nie aufgefallen, dass ihr rotleuchtende Augen habt? Ich glaube, es wird Nacht. Ja. Wir müssen hier auch mal abbiegen irgendwie, glaube ich. Kurz auf die Karte gucken. Ja, da vorne. Habe ich da gerade einen Pfeil gehört? Aber du bringst mich nicht gleich wieder um, wenn ich ein Haus betrete, oder? Sah gerade irgendwie seltsam aus. Jäger, okay. Vater des Nieben. Oh, das dürfte ich mir sogar mitnehmen. Dann mache ich das. Ich schätze, die Luft ist rein. Wo kommst du denn jetzt her? Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht. Oh, es ist schon ziemlich dunkel geworden. Oh, ich muss das nächste Mal wirklich auf Ausdauer gehen, das geht so nicht. Das ist furchtbar. Na gut, ein bisschen Geld müssen wir gucken, dass wir kriegen. Ich kenne eine Fackel. Habt ihr denn so viel Salz? Na,
Was haben wir hier? Fortschritte im Schlösserknack. So, dann machen wir jetzt nämlich mal einen Stufenaufstieg und gehen mal auf Ausdauer. Und, oh, hier können wir auch weitergehen. Wenn du in einen Kampf kommst, regenerierst du schnell Magikapunkte entsprechend der Hälfte deines Levels auf Wiederherstellung pro Sekunde für 10 Sekunden. Dieser Effekt wird vom Wirken nicht unterbrochen. Okay. Das hilft wahrscheinlich, wenn man von Kampf zu Kampf geht, sozusagen, ein bisschen. Schmiedekunst können wir immer noch nicht. Wir müssen wirklich mal ein bisschen in Schmieden gehen. Schwere Rüstung können wir jetzt aber ein bisschen was machen. Müde Feinde können deine Rüstung nur schwer durchbrechen. Du nimmst bis zu 20% weniger Schaden von Gegnern, die weniger als die halbe Ausdauer haben, wenn du ausschließlich schwere Rüstung trägst. Je geringer ihre Ausdauer ist, desto weniger Schaden nimmst du. Okay, die scheinen mir aber auch immer ziemlich ausdauernd zu sein. 25% zusätzlicher Rüstungswert für schwere Rüstung, wenn du ausschließlich leichte Rüstung trägst. Das ergibt doch irgendwie keinen Sinn, oder? Ergibt das Sinn? Ist das ein Übersetzungsfehler? Dann werde ich mir das hier mal gönnen. Und das hier werde ich mir mal ganz kurz notieren. Damit ich danach mal gucke, ob das vielleicht ein Übersetzungsfehler ist. Weil ich hiervon halt, ja, es gibt die englische Version und die deutsche Version und mir sind schon ein paar Sachen aufgefallen, wo, ja, die Übersetzung nicht ganz sauber war. Deswegen, kann ja sein, weil für mich ergibt dieser Perk einfach keinen Sinn. So. Macht ja keinen Sinn, dass man mehr Rüstungswert für schwere Rüstung hat, wenn man ausschließlich leichte Rüstung trägt. Was bringt einem denn dann der Rüstungswert von der schweren Rüstung? Der Aufstand von Erstburg. So. So, und da haben wir den Stahlstreitkolben. Okay. Und ganz viele Diamanten. Und Gold. Und Pilze. Okay, dann sind wir jetzt hiermit auch schon wieder fertig. Dann gucken wir noch kurz da, weil das direkt da in der Nähe ist, das Symbol auf der Karte. Na, oh, ich sehe schon einen Zweigling. Das sind auch relativ harte Gegner. Die Teile von Insekten, die ich bei mir trage, machen Mr. Dragonfly nervös. Ja, das glaube ich sogar. Aber woher weiß er, dass ich da Teile von Insekten bei mir trage? Durchsucht er meine Taschen? Das glaube ich ja nicht. Ja, noch. Und was ist das? Ist das ein fliegendes Buch? Ein schwimmendes Buch? Ja, ich heile mich schon. Keine Sorge, Ingrid. Kam doch hier gerade angeschwommen, oder? Oder angeflogen. Manimago, König der Würmer. Alchemie verbessert. So, ein paar Glühwürmchen. Und Schmetterlinge. Oder Mondfalter. Ich
Alchemist. Magierroben geben eigentlich auch... Oh, ein Daedra-Herz. Sehr, sehr selten. Ein orkischer Dolch. Haben wir da vielleicht noch irgendwas? So unter Wasser vielleicht? Scheint nicht so. Boah, der Mond sieht auch geil aus. So, dann haben wir da vorne auch noch was. Das können wir auch mal kurz ablaufen, wenn wir schon hier sind. Was ist das? Ist das eine Nebelwand, die... Ja, heute ist der Tag der Bugs. Warum brennt es da vorne? Totes Pferd. Pferdefleisch, Pferdefell. Was ist denn hier passiert? Ist hier irgendwie ein Hinweis darauf, was hier passiert ist? Hm. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal zurück. Und geben unsere Aufgabe für die Kriegergilde ab. Die Ausdauer rast. Also das ist... Ich muss echt ein paar mehr Punkte da reinsetzen. Leben ist zwar auch schön, aber es, ja, wenn ich nicht wirklich blocken kann und ja, das müssen wir ändern. Talos der Mächtige! Talos der Unfehlbare! Es ist 5 Uhr morgens und er brüllt hier durch die Gegend. Ihr müsst euch noch beweisen, Welpe. Ja, das hoffe ich, habe ich jetzt. Ich habe eine Waffe der Familie gefunden. Stahlstreitkolben. Her damit. Sie haben um oberste Diskretion gebeten. Also werde ich es persönlich zu Ihnen bringen. Hier ist euer Anteil an der Belohnung. Ich suche nach Arbeit. Ja, ich habe etwas ganz Besonderes für euch. Aber das muss nicht jeder hören. Trefft mich heute Nacht in der Tiefenschmiede. Dann reden wir weiter. Wo finde ich denn diese Tiefenschmiede? Ah ja, ihr habt sie ja noch nicht gesehen. Unter der Himmelschmiede, wo Eorlund arbeitet. Die Tür ist verborgen, aber ich zeige euch den Weg. Okay. Dann gehe ich mal. Das klingt aber verdächtig. Geht der jetzt da direkt hin? Ich meine, es ist morgens, er hat gesagt, abends. Ich verfolge ihn mal unauffällig. Alea wird in Kürze bei uns sein. Sobald sie drinnen ist, können wir ihr folgen. Alea? Ist sie nicht Aela? Alea wird in Kürze bei uns sein. Sobald sie drinnen ist, können wir ihr folgen. Heißt sie nicht Aela? Aela, definitiv. Alea wird in Kürze bei uns sein.
Sobald sie drinnen ist, können wir ihr folgen. Ja, dann. Seid ihr bereit? Ich glaube schon. Ich bin bereit für die nächste Prüfung. Das ist keine Prüfung, Jungblut. Das ist ein Geschenk. Tretet ein. This town is very pretty, but it is not as delightfully damp as Riften. The right fire in the wrong place could do a lot of damage here. Okay, then. Ja, er findet Weißlauf eine schöne Stadt, aber nicht ganz so schön wie Riften. Dass ihr da seid. Es ist lange her, dass wir ein Herz wie das eure in unseren Reihen hatten. Diese klägliche Zeremonie hinter der Halle wird Kriegern wie uns nicht gerecht. Ihr verdient mehr Ehre als ein paar Hochrufe und ein Fest. Ich hoffe, dass ihr Ayela auch in dieser Form erkennt. Sie hat sich bereit erklärt, euer Ahne zu sein. Wir machen dies im Geheimen, weil Kotlak zu sehr damit beschäftigt ist, dieses große Geschenk wegzuwerfen, das uns gegeben wurde. Er ist der Meinung, dass wir verflucht wurden. Aber wir wurden gesegnet. Wie kann etwas, das diese Macht verleiht, ein Fluch sein? Also nehmen wir die Sache selbst in die Hand. Um in die Sphären der Gefährten aufsteigen zu können, müsst ihr uns im gemeinsamen Blut des Wolfes beitreten. Seid ihr bereit, euren Geist mit der Tierwelt zu vereinen? Du meinst, du übergehst, Kotlak? Und wenn ich kein Werwolf sein möchte? Eure Entscheidung. Wir werden euch nicht zwingen. Aber wenn ihr dem Zirkel beitreten möchtet, muss euer Blut wie das unsere sein. Ihr findet uns hier, sobald ihr bereit seid. Also ich habe jetzt die Wahl, ob ich immer so ein kleiner Knappe sozusagen bleibe in der Gefährtengilde oder ob ich in den Zirkel aufsteige, sozusagen ein wahrer Krieger bin und ein Werwolf werde. Ja, ich bin bereit. Nun denn. Das ist schon ekelhaft. Hey Inigo. Excuse me, my friend. Ich hätte jetzt damit nicht in die Stadt laufen, also ich werde schön hier oben bleiben. Ich glaube nicht, dass die erfreut sind, wenn sie einen Werwolf sehen. Man könnte mal kurz speichern und gucken, was sie davon halten. Wow. Is that you, friend? You look, different. Ja, gefragt, ob ich das bin. Und dass ich irgendwie anders aussehe. Oh, die Stadtwachen machen sich schon bereit. Ich, ja. Wir bleiben hier oben. Ich war noch nie ein Fan davon, hier bei Skyrim in Werwolf oder Vampir verwandelt zu werden. Seid ihr wach? Ich dachte schon fast, dass ihr nie mehr zurückkommt. Eure Verwandlung war nicht das, was man einfach nennt. Aber ihr lebt noch. Gratulation. Wir haben sogar eine Feier für euch geplant. Eine Gruppe Werwolfjäger hat drüben beim Galgenfelsen ihr Lager aufgeschlagen. Die Silberne Hand. Ich glaube, ihr kennt sie bereits. Wir werden sie alle abschlachten.
Jeden einzelnen. Nach euch. Skjor ist bereits als Kundschafter vorgegangen. Was ist gerade passiert? Ihr wurdet als Teil des Rudels neu geboren, Schwester. Fast beneide ich euch. Das erste Mal ist immer am intensivsten. Ihr habt uns sogar mehr Schwierigkeiten bereitet als damals Farkas bei seiner ersten Verwandlung. Bin ich jetzt ein Werwolf? Wir haben es gesehen, dass wir einer sind. Was bedeutet es, ein Werwolf zu sein? Nichts. Bis ihr euch entscheidet, eure Gabe zu nutzen. Dann, nun ja, kommt man auf den Geschmack. Man wird stärker, schneller. Aber es hält nicht lange an, wenn ihr es nicht mit dem Blut eurer Feinde nährt, sofern ihr euch darauf einlassen möchtet. Je mehr wir uns sättigen, desto stärker werden wir. Und vielleicht entdecken wir noch weitere Gaben von Hesine. Gibt es eine Heilung? Heilmittel? Ihr hört euch an wie der Alte. Ich sollte sowas nicht sagen. Ich liebe Kotlak. Ich respektiere ihn und folge ihm. Aber in diesem Punkt hat er Unrecht. Das ist kein Fluch. Wir sind die mächtigsten Jäger im gesamten Land. Wenn er sich wegen seinem metschlürfenden Leben nach dem Tod Sorgen machen will, dann ist das seine Sache. Ich genieße lieber den Ruhm der Jagd. Und wohin gehen wir? Die Silberne Hand hat die alte Festung am Galgenfelsen übernommen. Die sind immer herrlich leichte Beute. Okay. Dann gehe ich mal. Ja, dann gehen wir mal, und zwar in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns wahrscheinlich in der nächsten Folge als Werwolf, Halbwerwolf, wie auch immer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, schönen Morgen, wie auch immer. Und bis dann, ciao!